Hallo zum Hanseblick, hallo aus Armenien, aus der Hauptstadt Jerewan. Die Schrift, das ist nur eine der Sachen, die für mich sehr, sehr fremd wirken. Das hier heißt, so vermute ich zumindest, Jerewan. Jerewan, gelegen auf der Höhe Neapels, schön warm und vor allen Dingen auch spät am Abend noch eine Menge los. Ich bin gerade erst angekommen, aber hier ist das Leben noch in vollem Gange. Ja, ich bin gespannt, was wir noch erleben werden. Ich will versuchen, einen ganz berühmten Armenier hier zu treffen und auch sonst möglichst viel über diese Stadt zu erfahren in den nächsten Tagen, in denen wir hier sind. Wenn in Jerewan verabreden, dann am Platz der Republik. Mitten in der Stadt und am besten zwischen 8 und 10 Uhr abends, wenn die Springbrunnen tanzen. Und tatsächlich zeigt sich die armenische Hauptstadt gleich von ihrer romantischen Seite. Die Flieger aus Deutschland kommen übrigens immer abends oder sogar spät nachts an. So sparen die Fluggesellschaften Gebühren, hat mein Taxifahrer erzählt. Und selbst die Armenier sagen, Jerewan sieht nachts am schönsten aus. Wir sind knapp 3000 Kilometer weit geflogen, in Richtung Südosten an den Rand Europas. Bis 1992 war das kleine Land am Südkaukasus Teil der Sowjetunion, umgeben von Georgien, der Türkei, dem Iran und Aserbaidschan. Mitte der 90er Jahre war Armenien durch den blutigen Krieg um Nagorno-Karabach in den Schlagzeilen. Der heilige Berg der Armenier, der Ararat. Noah ist der biblischen Legende nach mit seiner Arche auf dem Gipfel des Ararat gestrandet. Jerewan zählt zu den ältesten Städten der Welt, so alt wie Rom oder Karthago. Seit 6000 Jahren siedeln hier Menschen. Ein Drittel der Armenier lebt in der größten Stadt des Landes. Vom alten Jerewan ist allerdings nichts mehr zu finden. Der Architekt Alexander Tamjan schuf die Stadt so, wie sie sich heute zeigt, ab den 1920er Jahren. Denn heftige Erdbeben und später die sowjetische Regierung haben das ursprüngliche Jerewan fast komplett zerstört. Den Armeniern wird seit jeher nachgesagt, sie seien ein besonders kluges Volk. Die meisten Schachgroßmeister kamen schon zu Sowjetzeiten aus dem Südkaukasus. Und es gibt noch viel mehr Superlative, mit denen sich die Armenier schmücken. Seit 1700 Jahren ist die armenisch-apostolische Kirche Staatsreligion. Armenien gilt als das älteste christliche Land. Die armenische Schrift einzigartig. Weltweit erkennen Armenier sich daran, dass sie diese Zeichen lesen können. Die meisten Armenier leben nicht in Armenien. Nach dem Völkermord 1915 mussten viele fliehen, leben seitdem verstreut über die ganze Welt. Im Sommer allerdings kommen die Armenier nach Hause. Dann wird Jerewan jedes Mal eine Mischung aus verschiedenen Sprachen, lauen Sommernächten, armenischem Stolz und einem ganz kleinen bisschen russischer Seele. Erwischen Sie mich gerade bei einer total peinlichen Angewohnheit. Ich bringe immer Kühlschrankwaren nach Hause. 500 Dram, die Währung hier heißt Dram. 1000 Dram sind etwa 1,75 Euro. Und das habe ich jetzt ausgegeben für zwei Kühlschrankmagneten. Oh yeah, gerade vom Geldautomaten. Nur großes Geld dabei, ist mir ein bisschen peinlich. Es ist tatsächlich sehr günstig hier.
Und mit dem Handeln, ich habe mich vorher mal umgehört, wie man das hier richtig macht. Also so bei kleineren Summen nicht handeln ist ein bisschen anders als der türkische Basar, bei dem immer bei allem gehandelt wird. Kleinere Summen gar nicht groß handeln, einfach zahlen, wurde mir empfohlen. Und bei größeren Summen, da kann man dann handeln, aber auch da nicht die Hälfte des Preises drücken. I don't play. Okay. I don't play, but okay. Das gibt's, glaube ich, in der Form auch nur auf einem Markt in Armenien. Eben am Schachbrett vorbeigelaufen und zack, ins Spiel verwickelt worden. Das verliere ich hundertprozentig. Armenien ist schließlich eine Schachnation. Okay. Ich hab's in der Schule, habe ich mal ein bisschen gelernt, aber ich habe alles vergessen. Ah, I lost. 3 Sekunden und schon habe ich verloren. Tja, what's wrong here? In Armenien werde ich nichts. Schach. Der Volkssport in Armenien. Ein gutes Gedächtnis und strategisches Denken machen einen guten Schachspieler aus. Jeden Nachmittag kommen die Altmeister vorbei ins Schachhaus von Jerewan. Erbaut 1970, das erste Schachhaus der ehemaligen Sowjetunion. Er kommt gerade vom Training der armenischen Schachnationalmannschaft. Superstar Levon Aronyan. Überraschend und draufgängerisch sein Spiel. 31 Jahre alt, Vize-Weltmeister. Einer der Männer hat für ihn ein Gedicht geschrieben. Ein Held läuft mit seinem Pferd über schwarze und weiße Wiesen. Er trägt den Berg Ararat in seinem Herzen. Levon Aronyan, geboren und aufgewachsen in Jerewan. Mit 9 Jahren hat er angefangen, Schach zu spielen. Nach dem Ende der Sowjetunion verkaufte seine Mutter, eine Bergbauingenieurin, ihren Schmuck, um Schachbücher für den Sohn zu besorgen. Schon mit 12 Jahren wurde er Jugendweltmeister, mit 16 dann Großmeister. Er hat mehr Zeit im Schachhaus verbracht als zu Hause in der ungeheizten Wohnung. Die größten armenischen und internationalen Schachmeister haben hier gespielt. Und wir Jüngeren haben zugeguckt und davon geträumt, eines Tages genau so zu spielen wie sie. Sein Vorbild, Tigran Petrosyan. Nach ihm wurde das Schachhaus benannt. Schachweltmeister von 1963 bis 69, Spitzname der Eiserne. Er spielte äußerst defensiv, reizte damit seine Gegner, bis sie Fehler machten. Auch wenn ich ganz anders spiele, ich lerne von ihm bis heute. Und oft denke ich, wenn ich spiele, wie hätte Petrosyan gespielt. Die Jüngsten im Schachhaus spielen um Punkte. Seit 2 Jahren ist Schach Pflichtfach an den Grundschulen. Schach ist heute in Armenien populärer als Fußball. Wenn wir einen Fußballspieler sehen, dann ahnen wir, wann er ein Tor schießt. Schach ist anders, viel überraschender. Man kann oft nicht ahnen, was ein Schachspieler beabsichtigt. Ganz ähnlich wie ein gutes Buch zu lesen oder Musik zu hören oder wie in der Kunst. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Ja.
ամեն մի մարդը իր համար իր մի բանն է այդտեղ գտնում։ Ich habe Ihnen einen berühmten Armenier versprochen. Und hier ist er. Hallo, Arthur Abraham. Hallo. Na? Zu Hause sind Sie zu Besuch wieder. Ja, ich bin hier in Yerevan. Ich freue mich, dass ich hier bin. Es ist mein Land. Das ist die Stadt, in der Sie groß geworden sind. Ja, genau. Ich lebe in Deutschland. Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich liebe beide Länder. Ich fühle mich hier auch wie zu Hause. Arthur Abraham kommt vor 34 Jahren als Avetik Abrahamian in Yerevan auf die Welt. Er wird in Deutschland anfänglich als der Schlumpfboxer berühmt. Und er hat einen Sieger durch K.O. und auch in seinem neunten Kampf ungeschlagen. Arthur Vater Abraham. Seit 2006 ist er King Arthur. Und seit gut einem Monat amtierender WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht. Und Arthur Abraham hat sich die Zeit genommen, mir ein bisschen was von seinem Yerevan zu zeigen. Das hier da hinten, hinter Ihnen, Arthur, das ist ein Haus, das hat für Sie schon gleich eine ganz besondere Bedeutung. Ja, hier wohne ich. Ja, ist diese direkt am Platz. Ja, hier, da, zweite Etage, das ist meine Wohnung. Ich schlafe da. Aber ich fühle mich wirklich wohl, wo ich aufgewachsen bin, in meinem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin. Das ist so 15 Minuten von hier entfernt und da fühle ich mich natürlich noch wohler und ich fühle mich dann noch wie zu Hause. Wie ist denn das, nach Hause zu kommen nach so einer Zeit in Deutschland, wenn man wieder hierher kommt? Es sind wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute, die erstmal gucken, oh, das ist doch Arthur, oder? Ja, das ist, die Leute sind auch stolz, dass so einem kleinen Land so erfolgreiche Sportler rausgekommen ist. Und natürlich, die sprechen dich an, die freuen sich auch, die sind auch stolz. Und ich fühle mich auch wohl, ich fühle mich überhaupt kein Problem. Rocky? Der Film, kennen Sie? Natürlich. Hochlaufen? Wollen wir? Bin ich 100-mal hochgelaufen. Wollen wir einmal zusammen? Wir können auch hochgehen. Wir können auch hochlaufen, ich habe damit kein Problem. Na komm. Jetzt ja, schon von hier aus. Wollen wir? Ja, wir gehen schön langsam. Laufen. Okay, du hältst dich locker. Ich mache den. So, ich schnapp's ja nicht mal. Ja, ein bisschen schon. Was sehen wir von hier oben? Kaskad, das ist Stadtmitte. Sehr viele schöne Cafés, sehr viel Grün, sehr viele nette Leute. Zwei Welten, ne? Dein Leben in Berlin und das hier. Ja, ganz andere Leben. Und ist das cool, diese beiden Leben zu haben? Armenien leben und Deutschland leben? Natürlich. Fantastisch. Wir arbeiten alle hart draußen. Wir kommen hier zu genießen. Und wenn wir hier sind, sind wir entspannt, leb. Zu ich persönlich, hier komme ich, dann komme ich runter. So. Ich denke an gar nichts. Nette Leute, schönes Essen. Familie, Freunde, alles. Gefällt dir hier, ne? Gefällt mir voll gut. Ja, ne? Fühlst du dich wohl, gut, ne? Kann ich gut gucken. Viele Leute denken anders über Armenien, ne? Aber siehst warum? Du, was, weiß nicht, dank der so irgendein Land. Aber ist schon was Tolles, ne? Gefällt mir voll gut. Ja, ne? Ja. Fühlt man sich hier so total entspannt, ne? Ja, ich vergesse fast, dass wir noch Sachen schleppen müssen. Ja? Ach, das sind nur zwei Taschen. Na komm, machen wir. Okay. Auf den Skalen der alten Röhrenradios war er meistens nicht zu finden und doch kannte man ihn, den Sender Yerevan. Zumindest in der ehemaligen DDR und zwar wegen der Witze, die immer gleich anfingen. Anfrage an den Sender Yerevan. Stimmt es, dass der Sozialismus am Abgrund steht? Antwort: Im Prinzip ja, aber wir sind schon einen Schritt weiter.
Nach diesem Frage-Antwort-Muster funktionierten politische Spitzfindigkeiten sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion. Der Sender Jerewan durfte auf scheinbar naive Fragen frech antworten. Aber warum eigentlich? Und kamen diese Witze tatsächlich aus diesem Funkhaus? Denn von hier aus sendet Radio Jerewan seit 1926. Weit weg vom Zugriff Moskaus, schon immer internationales Programm für die Armenier im Ausland. Viel Kultur, relativ wenig Politik und von Anfang an mehrsprachig Armenisch, Englisch, Französisch. Zu Sowjetzeiten wird Radio Armenien Teil des zentral gesteuerten Staatsfunks. Und trotzdem haben die Armenier mehr Freiheiten als zum Beispiel die Kollegen in Leningrad oder Kiew. Jerewan ist weit genug weg von Moskau. Sakris Nadarayan ist Schauspieler und arbeitet seit 40 Jahren beim Sender Jerewan. Anfangs produzierte er Kindersendungen, später dann wechselte er zur Kultur und wird bekannt. Natürlich gab es zu Sowjetzeiten Beschränkungen auch beim Radio. Es war manchmal schwer und manchmal leichter. Man musste darauf achten, was man sagt. Denn überwacht wurden wir alle von einer Organisation, die Glavlit hieß. Das war schon nicht einfach. Man musste einen festen Charakter haben, um beim Radio arbeiten zu können. In den sozialistischen Kollektiven wird viel gelacht und gefeiert. Ob die Witze wirklich hinter den Türen des Jerewaner Funkhauses erfunden wurden, Nadarayan bleibt konkret unkonkret. Natürlich bin ich ein Spaßvogel, aber manchmal verlangt meine Arbeit, dass ich ganz ernst und korrekt bleibe. Wir Armenier haben viel Humor, nur manchmal muss man zwischen den Zeilen lesen, um den inneren Witz zu erkennen. Sicher ist, die Witze um Radio Jerewan kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und vielleicht wurden sie wirklich von den Armeniern erfunden, einem Volk mit fröhlicher Mentalität, das sich hinter den Bergen des Kaukasus schon immer ein wenig sicherer und freier gefühlt hat. Ich bin inzwischen mit Arthur Abraham an den Stadtrand von Jerewan gefahren. Hier bin ich aufgewachsen, hier liebe ich. Auch wenn das nicht so schön ist, aber trotzdem, ich schlafe in zwei Zimmer, aber ich fühle mich sehr wohl in diesem Zimmer. Du hast mir eben gerade schon so ein bisschen gezeigt, wir sind auch beim Du angelangt mittlerweile, so schnell kann es gehen. Du hast mir eben gerade schon gezeigt, wo was hier eigentlich ist. Zeig es nochmal. Also da hinten war dein Kinderzimmer. Das ist hier, das ist da. Mein Kinderzimmer gewesen. Hier habe ich geschlafen, bis ich 15 Jahre alt war. Bist du nach aber wenn ich nach Hause komme, glaube mir, ich schlafe immer noch in diesem Haus. Ja. Ich schlafe in meinem neuen, schönen Wohnungen oder Häuser, weil mich interessiert, ich vermisse hier. Ist sehr einfach, nicht so schön wie dort natürlich, ja. Weil das ist schon ein bisschen alt. Aber ich fühle mich hier viel besser, viel wohler als in diesem Traumhaus. Das ist ehrlich, das war eine ehrliche Antwort. Und wie ist das, wenn du nach Hause kommst, nachdem du lange Zeit in Berlin warst, hierher nach Hause kommst? Dann atmest du mal so, dann bist du zu Hause. Weißt? Das ist so, du hast gearbeitet, du hast gekämpft, du hast trainiert und hier bist du so relaxed, dann bist du hier. Dann denkst du an gar nichts. Dann bist dich interessiert nicht, was auf dieser Welt passiert. Dann bist du hier so zu Hause. Fühlst du dich sehr wohl. Man ist dann auch nicht irgendwie der wichtige Champion-Boxer Arthur Abraham. Hier bist du kein Champion. Hier bist du Familienmitglied. Was für Champion? Hier interessiert. Ja. Hier ist unsere Familie, meine Oma zu Hause. Hallo. Ja, meine Oma ist mein Schatz. Und hier ist euer Familienpapagei. Das ist Papagei, ja. Und wir haben auch einen Hund. Hast gerade schon gesagt, ein Papagei kannst du nicht so gut ab. Ja, der weckt mich so früh morgens und dann macht immer piep, piep und dann fängt an zu singen und dann kann man nicht mehr schlafen. Der Papagei, den kannst du nicht so gut ab, hast du ihm gerade schon gesagt. Quack, quack. Sagt er was? Nee, meine Mama redet ja. Gibt Mama sogar Küsschen und so, aber er mag keine Männer. Mag nur Frauen, ehrlich? Tja. Ja, der mag nur Frauen. Wenn ein Mann kommt, dann macht er.
Da, siehst du? Aber wenn Mama kommt, kein Problem. Siehst du, mag der nicht. Aber ich guck mal, mach du mal was. Vorsicht da. Ich will mich nicht auffressen lassen, der guckt schon so böse. Mom! Halimata, tutakit banara. Ja, tutakit brni. Enji katsuma. Jetzt kommt der Beweis, hallo. Schau mal, jetzt war mit Mama ist gut. Mit mir nicht. Da. Schau, gib Mama Küsschen sogar. Siehst du, mit Mama ist ganz gut. Mich kann nicht leiden. Aber eigentlich Männer nicht. Ja. Mach ihn nicht, Macht gar nichts. Siehst du, mit Mama ist ganz gut. Und schau mal, ohne Leine oder ohne irgendwas, ne? Haut nicht ab. Also, wie wichtig ist das für dich, dass du diesen Ort hier noch hast? Dass dein altes Kindheitszuhause noch so existiert? Das ist mein Ort. Ich werde immer hier leben und das liebe ich hier. Ja. Und ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich sage, das ist für mich viel mehr wert als ein 7-Sterne-Hotel, als ein Villa in einem besten Platz. Ich liebe diesen Haus. Ja. Das Haus ist für mich das Schönste. Ich fühle mich hier sehr wohl. Gedenkstätte für die Opfer des Völkermordes an den Armeniern. Auf dem Hügel Cizerna Kabert über der Stadt Jerewan. Christliche Armenier lebten seit Jahrhunderten im Osmanischen Reich, die meisten von ihnen in Ostanatolien, bis 1915. Da beschließt die jungtürkische Regierung die Vertreibung der Armenier. Wegen ihrer Religion und weil sie mit Russland sympathisieren. Viele junge Männer werden getötet. Frauen, Kinder und Greise aus ihren Dörfern in die syrische Wüste gejagt. Auf den Todesmärschen sterben fast 1 Million Armenier. Die Urgroßeltern von Gagik Porosian haben diese Tortur überlebt. Mindestens einmal im Jahr kommt er hierher zum Genoziddenkmal. Der 22-Jährige studiert in Jerewan deutsche Sprache und Literatur. Es bedeutet für mich viel. Wenn ich herkomme, dann fühle ich mich, würde ich mich erleichtern und und erinnere mich an diesen schrecklichen Dingen. Und ja, es ist ganz schwer zu sagen, was ich gerade fühle. 30 Kilometer nordwestlich von Jerewan. Hierher flüchtet die Urgroßmutter von Gagik. Sie ist damals 8 Jahre alt. Die Flüchtlinge aus Ostanatolien bauen Häuser, gründen ein neues Dorf. Bis heute leben hier ausschließlich Westarmenier. So nennen sich die Nachfahren derjenigen, die aus der Türkei vertrieben wurden. Auch Gagik lebt hier, in einem Haus zusammen mit den Eltern und den Großeltern, so wie es in Armenien üblich ist. Die 76-jährige Großmutter Renik Pohosian erzählt oft die Geschichte ihrer Mutter. Sie lebt in einer großen Bauernfamilie. Die türkischen Soldaten kommen ins Dorf, schlagen die Älteren mit dem Gewehr, nehmen alle wertvollen Sachen mit. Dann zünden Soldaten das Haus an. Als meine Mama sagte, dass ich mal Mordschka hochgehe, was in mein Skopenko? Meine Mutter ist vom Rauch aufgewacht, da war sie ganz allein. 2 türkische Soldaten standen vorm Haus bewaffnet. Einer hat sie geschubst, aber sie konnte flüchten. Draußen fand sie ihre Mutter und ihre Cousine. Renik Pohosian würde gern das Dorf ihrer Mutter sehen. Aber die Grenze zur Türkei ist dicht. Einreise nur über ein Drittland. Zu beschwerlich. Angst hätte sie nicht.
gar nicht. Es gibt sicherlich Türken, die meinen, es war alles richtig. Aber viele denken, dass sie nichts dafür können. Und sie können nichts dafür. Das haben ihre Großväter getan. Gagik war schon in der Türkei mit seinem Vater. Auch in seinem Freundeskreis ist der Völkermord ein Gesprächsthema. Inwieweit die heutigen Türken Schuld daran haben, darüber gehen die Meinungen oft auseinander. Aber in einem Punkt sind sich alle einig, dass die türkische Regierung den Völkermord endlich anerkennen muss. Ich denke, dass die Leute, die in Türkei leben, die Türken, haben nicht Schuld daran. Aber Schuld hat die Regierung, die will nicht anerkennen. Und für die Zukunft glaube ich, wenn es geht um die Rache, das finde ich nicht gut. Und mit Rache kann man nicht die Zukunft einbauen. Und so geht's nicht einfach. Nach seinem Germanistikstudium will Gagik in Deutschland internationale Beziehungen studieren und eines Tages Diplomat werden oder Politiker. Schmeckt viel besser, als wenn man von der Flasche trinkt, oder? Wir sind ein paar Meter hinter dem Haus von Arthur angekommen, und zwar hier an der Kirche. Jetzt können wir hier eine Kerze anzünden. Als Arthur sein erstes Geld übrig hatte, investierte er es in die Kirche seiner Kindheit. Gehst du in Deutschland in die Kirche? Ja, natürlich. Nach jedem Kampf und vor jedem Kampf. Das ist Pflicht. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Gott sei mit euch. Er hat gebetet für uns extra. Weißt du, hat er extra uns gebetet, dass uns gut geht, dir gut geht, mir gut geht, dass wir sportlich erfolgreich sind, dass wir gesund sind. Und er hat ein Gebet für uns gemacht, dass Gott uns immer schütze. Weißt du? Das hat er für uns gemacht. Einfach so. Fühlst du dich gut jetzt? Erleichtert. Siehst du, einfach so, ohne Tränen bist du gekommen. Er ist hier und hat das möglich gemacht für uns. Super. Ist das nicht schön? Ist schön. Sowas kann man nicht. Das ist so bei uns in Armenien so. Was für die Katholiken der Vatikan, ist für die Armenier Etschmiadzin. 20 Kilometer vor den Toren Jerewans und früher Hauptstadt. Die Kathedrale ist die älteste Kirche im Land. Was heute kaum jemand weiß, Armenien ist das erste Land der Welt, in dem das Christentum Staatsreligion wurde. Und das schon im Jahr 301. Fast 100 Jahre früher als im Römischen Reich. Die heilige Sonntagsmesse. Das geistliche Oberhaupt der armenisch-apostolischen Kirche, Karekin II., segnet die Gläubigen. Fast alle Armenier sind Christen. Ja.
Gevorg Babakanyan war 10 Jahre lang Priester. Die Armenier ohne die armenische Kirche, das ist undenkbar. Für unser Volk war die Kirche immer eine Institution, so wie der Staat. Das ist bis heute so, auch für die Armenier im Ausland. Wenn wir die Kirche aus der Geschichte streichen, dann bleibt gar nichts mehr übrig. Doch Gevorg will nicht nur für den Glauben leben. Vor 10 Jahren legt er das Priesteramt nieder. Aber seinen Priesternamen behält er. Enza, es bedeutet Geschenk Gottes. Jeder Mensch auf dieser Welt hat eine Bestimmung. Und Gott hat diese für mich gewählt. Geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf, studiert Enza zunächst Schauspiel in Jerewan, dann Theologie in einem armenischen Priesterseminar in Jerusalem. Er arbeitet dort als Priester, geht nach Italien. An der berühmten Villa Massimo in Venedig bekommt er ein Kunststipendium. Obwohl Enza ein Weltenbürger ist, hat er nur ein Thema: Armenien. Vor einigen Monaten gab es an der Grenze einen bewaffneten Konflikt. Das erzähle ich mit diesem Bild. Viele sagen, ich könne dieses Bild nie verkaufen, aber es ist mir egal. Warum ich den Krieg so sehe? Weil in jedem Krieg die Kinder am meisten leiden. Vor 6 Jahren kommt Enza aus Italien zurück nach Armenien, zieht in eine kleine Wohnung mit Atelier im Zentrum Jerewans, in einem Wohnviertel aus den 70er Jahren. Sein jüngerer Bruder Grigor wohnt in Etschmiadzin, in der Nähe der berühmten Kirche. Er ist Gründer und Vorsitzender eines Vereins, hat dafür ein altes Haus mit Hof ausgebaut. Der Verein kümmert sich um Kinder aus den umliegenden Dörfern, organisiert für sie kostenlose Kurse für Kunst und Theater. Jugendliche können sich hier als Kellner etwas Geld dazu verdienen. Der Verein finanziert sich aus den Einnahmen des Restaurants. Viele ausländische Touristen kehren hier ein. Enza verkauft hier seine Bilder. Nachdem er die Hälfte seines Lebens im Ausland verbracht hat, fühlt er sich nun endlich zu Hause. Ohne Heimat ist man ohne Wurzeln, hilflos. Das wollte ich nicht. Deshalb bin ich zurückgekehrt. Denn wie alle seine Landsleute ist Enza auf eines besonders stolz: Armenier zu sein. Arthur habe ich inzwischen zum Flughafen gebracht. Er musste zurück nach Deutschland zum Training. Ausgeschlafen und ausgeruht, Zeit die Stadt zu erkunden. Und zwar so, wie es die meisten hier machen, mit dem Minibus, Maschrutka. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Eigentlich muss man die Nummern kennen und dann wissen, wo es hingeht. Na, kommt, wir schauen mal. Hallo. Und jetzt mit dem vollen Bus irgendwo hängen.
Eben gerade an der Bushaltestelle hat uns jemand noch angesprochen und meinte, dem war das fast ein bisschen peinlich, dass wir in so eine Maschrutka einsteigen wollten. Der meinte, ihr müsst verstehen, diese Maschrutka, das ist nur eine Zwischenstufe, bis hier das richtige Bussystem das ersetzt hat. Also dem war das ein bisschen peinlich, dass wir jetzt diesen Eindruck vom Unfertigen transportieren. Aber so ist es tatsächlich. Das ist die Fortbewegungsart, mit der die meisten Leute hier unterwegs sind. Ich habe gerade eben 100 Dram bezahlt, 17 Cent für so eine Strecke. Ein Taxi kostet in etwa das Zehnfache. So, wir steigen aus. Wie alle anderen auch. So, welche Nummer war es? Ciao. Dankeschön. Diese Schrift hier, die ist nämlich das Problem. Fühlt sich wieder wie so ein ganz kleines Kind, nichts verstehen, nichts lesen können. Das armenische Alphabet, 39 Buchstaben und jeder einzelne davon für mich ein Rätsel. Als der Mönch Mesrop Maschtos das armenische Alphabet vor 1500 Jahren erfand, hatte es noch 36 Buchstaben. Im Mittelalter kamen drei Umlaute dazu. In einem schmucklosen grauen Basaltbau thront hoch über der Stadt das Matenadaran. Im Altarmenischen bedeutet Matenadaran so viel wie Bibliothek. Hinter den meterdicken Mauern die kostbarsten gedruckten Schätze der Armenier. 15.000 alte Bücher und Fragmente, die meisten kommen aus den großen Klöstern der armenischen Kirche. Geheimnisvoll das sogenannte armenische Rot. Gewonnen aus dem Blut einer ganz besonderen einheimischen Laus- und Zitronensaft. Das größte und das kleinste Buch. Selbst original erhaltene Handschriften von Mesrop Maschtos aus dem 5. Jahrhundert gehören zur Sammlung im Matenadaran. Doch es steht schlecht um die armenischen Reliquien. Es sind einfach zu viele und es war schon immer zu wenig Geld da. In den Werkstätten des Matenadaran bei den Restauratorinnen geht es zurzeit lauter zu als sonst. Schuld daran sind zwei Deutsche, zwei Rentner vom Senior Expert Service in Bonn. Graue Haare und viel Erfahrung gegen den Verfall. Robert Stähle ist Mitte 70, war Buchbinder und Silberschmied. Als ich damals hier die erste Begegnung hatte in der Abteilung und gesehen habe und vor allen Dingen dann auch gehört habe, wir haben niemand für Metall. Und ich mir das durchaus zutraute, das instand zu setzen, da war das für mich irgendwie ein ich habe immer wieder gesagt, meine Frau war damals schon tot, wie wenn meine Frau da hinter mir gestanden hätte und hätte gesagt, das machst du. Die Frau an seiner Seite, nicht die neue Herzensdame, sondern auch vom Senior Expert Service, Margret Jaschke, pensionierte Kunstlehrerin. Dann wird's Chips. Oh. Was denn? Ah, das ist wahnsinnig dünn. Seit 12 Jahren verbringen die beiden jeden Sommer zwischen den alten Büchern und sind mittlerweile Experten in Sachen Geschichte der armenischen Schrift. Okay. Sie konnten damals die Heilige Schrift nur vermittelt bekommen über das Syrische, über das Griechische, über ich weiß nicht was noch, also über eine fremde Sprache. Und da gab es verschiedene Versuche, eine eigene Schrift zu entwickeln, die dann endlich zu einem bis heute gültigen armenischen Schrifttum führte. Und darauf sind auch die Armenier sehr stolz. Und diese Schrift ist eine außerordentlich schöne Schrift, hat 36 Buchstaben und wird so geliebt, dass sie auch in der Schule heute so in dem Sinne gelehrt wird als Bilderschrift. Es gibt ein Vogelalphabet, das sehr, sehr populär ist. Eigentlich jede Frau hat einmal so ein Alphabet gestickt.
Und es wird, wir haben auch schon Evangeliare gehabt, wo dann die ersten Seiten, die Inzipit-Seiten, immer wieder in einer Schmuckschrift ausgeführt sind. Sogar ein Menschenalphabet habe ich mal gefunden. In diesem Jahr stehen Pergamente aus dem 14. Jahrhundert und Bücher aus dem 18. Jahrhundert auf der Liste von Margret Jaschke und Robert Stähle. In 4 Wochen fahren sie dann wieder nach Hause. Doch solange sie es können, kümmern sie sich jeden Sommer um die armenischen Schätze. Den Blick, den wollte ich noch mit nach Hause nehmen, auf den heiligen Berg Ararat. 5137 habe ich mir für die Ewigkeit gemerkt, die Höhe. Ja, und einen Blick auf die Stadt Jerewan gibt es noch gratis dazu. Das war's mit dem Hanseblick. Hier geht er zu Ende. Für mich geht's gleich zurück nach Hause. Was ich mitnehme, tolle Stadt, vor allen Dingen toll durch die Menschen, die hier mit einer Gastfreundschaft und mit einer Entspanntheit miteinander umgehen. Das ist wirklich was Besonderes, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich hoffe, das hat sich für Sie auch ein Stück weit transportiert. Ja, letzte Anfrage an den Sender Jerewan. Soll man nach Armenien reisen? Im Prinzip ja. Naja, ohne Wenn und Aber ja. Also ohne Oder. Das war der Hanseblick. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Armenien.